Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Was ihr lest, ist nicht fake. Es ist die Wahrheit. Ich bin weg von hier. Und wieso das Ganze? Weil meine Freundin umzieht und das Ding ist, wenn sie umzieht, bin ich sowieso nicht mehr zu Hause wirklich, sondern nur noch für Schlaf. Und meine Eltern haben gesagt, dass ich mitziehen kann, unter ein paar Umständen halt. Aber ja, grundsätzlich ziehe ich hier aus. Warum ich das fix weiß? Hier sind Papiere von meiner Freundin. Also, geh jetzt deine. Dass sie eine Wohnung fix hat. Und jetzt ist es so, es ist jetzt gerade der 11. Jänner, Donnerstag. Und am Montag wird der Mietvertrag unterschrieben, wo sie wahrscheinlich auch die Schlüssel bekommt, weil umsonst heißt nicht, sie muss extra in die Wohnung fahren, damit das alles geklärt wird. Und ja, sobald das unterschrieben ist, geht es auch schon los, dass ja alles ausgeräumt wird. Erst wird alles von meiner Freundin umgeräumt und einen Tag später bei mir alles. Wiederum müssen wir am Wochenende schon anfangen, dass wir hier alles ausräumen. Und zwar alles, wie ihr hier seht. Das Einzige, was ich nicht mitnehme, ist das Bett. Das hat den Grund, weil wir sowieso eine 1,40 x 200 Matratze haben und auf dem Bett schlafen. Ich sag's, ich habe schon oft gemacht hier und es war einfach beschissen zu zweit. Und ja, es wird wirklich alles mitgenommen hier außer das Bett. Mein Setup wird mitgenommen, diese Kästen hier werden mitgenommen, der Kasten wird mitgenommen, alles. Ich weiß jetzt schon, es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit dem Platz, aber ja, wird schon irgendwie gehen. Das Ding ist, ich muss ja am Wochenende anfangen. Und ja, es wird sehr lustig werden. Weil ich muss hier wirklich schon das meiste wegräumen am Wochenende. Ich hätte gesagt, wir fangen an. Das ist die kaputte. Ja. Gibt. Dein Zimmer schaut ja aus, vor mir Kisten. Warum wo ziehst du? Zu dir. Echt? Also, was soll man sagen? Zwei Kartons hier sind schon voll. Der dritte hier ist auch gerade voll geworden. Das heißt, ich muss gleich in den Keller laufen für den vierten, weil ich habe hier drinnen dieses Zeug noch, was Berufsschule ist. Dann habe ich noch dieses Zeug auch noch. Und jeden Rucksack hier will ich auch nicht einzeln mitnehmen. Plus, ich habe das hier auch noch. Plus mein PC. Wobei ich glaube, dass das meiste am PC sowieso so getragen wird. Einfach weil es, ja, die Monitore sind empfindlich. Die Kamera nehme ich so wahrscheinlich mit dem Rucksack. Switch wird eingepackt. Hier das ganze Setup wird eingepackt. Soundbar wird, denke ich mal, auch eingepackt. Subwoofer, Lenkrad wird eingepackt. Stuhl kommt so mit. Denn die Kästen kommen noch mit. Der Kasten kommt mit. Hier oben das meiste kommt wahrscheinlich weg. Auch wenn das hier eigentlich schade ist, weil der hier sich geil anfühlt, aber den will irgendwie keiner, jetzt kommt er einfach weg. Und der, das hier kommt dann auch mit. Also zumindest hoffe ich es mal. Scheiß drauf.
So, der Berufsschulkiste, die interessiert mich eh am wenigsten. Ich habe gerade mal einen Videoclip angefangen. Also der jetzige Zwischenstand sieht so aus, dass, ja, wie man eben ja schon gesehen hat, hier der Kasten weiter vorne ist, weil ich da Platz brauche. Ich muss hier auch noch durchsaugen. Ich habe alles aus meinem Bett rausgeräumt, was unten drunter war, hier in den Sack rein. Das hier auch, obwohl das nicht an mir gehört. Den Monitor muss ich so mitnehmen, weil für den habe ich die Verpackung nicht mehr. Für meinen zweiten Monitor, den ich erst gekauft habe vor ein paar Monaten, ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich noch die Box. PC muss einzeln mit, hier ist alles von meinem Setup drin. Stuhl muss so mit, hier die Soundbar muss ich so mitnehmen, weil die geht sich nicht mehr in der Kiste aus. Der Kasten hier kommt so mit. Und das Problem ist, es ist halt alles hier auf nicht mal 8 Quadratmeter aufgeteilt. Und ihr seht, wie klein das hier eigentlich ist. Also ja, ich bin froh, dass ich hier raus bin. Ich weiß nicht, wo das jetzt reinkommt, ob es überhaupt ins Video reinkommt. Ich weiß nicht, aber hier ist jetzt der letzte Stand, bevor wahrscheinlich alles rauskommt. Ja, gut. Es ist halt so, der Tisch ist jetzt nicht abgeräumt, aber da ist großteils Sachen drauf, die mitkommen. Der Schrank komplett weg. Hier sind die Kisten. Der Fernseher habe ich beschlossen, kommt nicht mit im Übrigen. Da nehmen wir einen anderen mit von uns. Das Problem ist, du hast eine Ladung. So, ja. Ihr seht, das ganze Zeug ist hier. Ich bin auch schon am Setup aufbauen, auch wenn es noch nichts bringt. Weil das Problem ist, wie ihr seht, ich muss die ganze Zeit mit Taschenlampe rumlaufen, weil hier noch kein Strom aktiv ist. Der kommt irgendwie die Tage noch, diese Woche, heute ist Montag im Übrigen. Aber der sollte diese Woche noch kommen, hoffentlich. Vielleicht gibt es dann auch schon am Wochenende den ersten Stream von hier. Und ja, ich baue das Setup so auf, wie es vorher war. Kamera wird eh wieder vom selben Winkel kommen, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich die ganze Wohnung hier im Hintergrund immer sehen, wenn ich streame. Und ja. So Leute, es sind einige Tage vergangen. Ihr seht, wir haben hier die Kästen ausgebaut, weil die waren wirklich so für den Arsch. Der guckt euch das mal an, Alter, die haben die Fliese ruiniert. Also, ja, wir haben unser Couch-Sofa bekommen. Der Fernseher funktioniert nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich habe 1000 andere Kabel und alles probiert, der geht nicht mehr. Fuckt halt übelst ab, weil wir eigentlich eben das hier gekauft hätten. Aber, ja. Das hier ist schon mal die Wohnung übrigens. Und ja, ich hätte gesagt, irgendwann sollte ich dieses Video auch mal beenden. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns mit Wohnungsupdates in näherer Zukunft, weil ich werde wahrscheinlich immer ein paar Updates machen oder Real Talk Videos, wie es so ist. Und auch normale Vlogs und so werden wahrscheinlich weitergehen. Ich habe jetzt noch sau viele Videos, glaube ich, aus letztem Jahr, die jetzt wahrscheinlich dann noch kommen werden. Und ja, bis dann, haut rein und tschüss.